Jetzt sollte man ja eigentlich meinen, Win-Win-Win für alle, auch wenn uns da wahrscheinlich Link Kuribu nicht ganz zustimmen würde. Sad, der Boy. Ich möchte also einmal über die Banlist als solches reden. Ein bisschen die Sachen, die passiert sind, und ein bisschen, was es impliziert, was Konami jetzt in Zukunft vielleicht vorhat und was es halt für den Preis von Yu-Gi-Oh! Bedeuten könnte, wenn das so bleiben sollte. Denn für alle, die jetzt keine Ahnung haben, wie wir gerade im Meta aktuell dastehen, wir haben gerade ein Tier 0 Format, was ein Feuerdeck ist. Das ist aktuell der Standpunkt. Konami hat also mit der Banlist etwas ganz, ganz Cleveres gemacht. Die haben quasi Hütchenspieler gespielt und haben es gesagt gehabt, hier, guck mal, da ist eine Banlist drin. Alle erwarten, dass unter dem Banlist-Hütchen eine Feuerkarte ist, aber nee, dann war es einfach weg. Und im anderen Hütchen waren einfach ganz viele andere Karten, die euch happy machen sollen. Und das fasst die Banlist so ziemlich zusammen. Das heißt, wir haben Karten verboten bekommen, über die wir gleich mal sprechen werden. Und wir haben Karten zurückbekommen, die so ein bisschen von dem Problem ablenken sollen, was wir immer noch haben, weil das hat eigentlich nichts verändert. Sprechen wir über die kontroverseste Karte auf der Banlist, und das ist einmal Link Kuribo. Deswegen auch die Reaktion. Linkuribus ist geba. Wir uns überlegen, dass Feuer das beste Deck im ganzen Format ist und wir uns ganz genau Link Kuribo einmal angucken, werden wir feststellen, genau, der ist gar nicht Feuer. Der ist Finsternis. Ja. Die haben Link Kuribo verbannt, weil die ganzen Negas-Monster Level 1-Monster sind, die wir benutzen können, den in den Friedhof zu bekommen und dann Schneeendingen zu machen. Was an sich vom Konzept her ja gar nicht so blöd ist. Denn wir können die Feuerkarten ja nicht anfassen, denn die sind ja neu. Und da kommt ein Thema zum Tragen, über das wir heute sehr, sehr viel reden. Die Banlist, wie viele von euch vielleicht denken, ist dafür da, um das Game zu balancen. Es ist vielleicht oben auf dem Eisberg ein ganz großer Punkt, Spieler glücklich machen. Aber unter dem Eisberg ist eine Menge Geld. Und darum geht es Konami. Logischerweise, es ist ein Unternehmen, es muss auch Geld verdienen. Klar, es ist trotzdem echt faszinierend, wie Feuer die Banlist komplett gedodged hat. Jetzt sprechen wir mal ganz kurz über ein paar Sachen, die ich bei der Banlist sehr, sehr gut finde, und ein paar Sachen, die ich nicht so gut finde. Starten wir einmal mit den verbannten Karten. Wir haben einmal Bolo Savage Dragon, Baroness. Beides generische Karten, die Sachen annullieren können. Ich persönlich bin Fan von Baroness, weil die ein Level-10-Monster ist und es das Einzige ist, was so ein bisschen das halt erfüllt. Allerdings, diese beiden Karten zu bannen, ist von Konami ein klares Zeichen, dass generische Extra-Monster, die irgendwas negieren können, nicht so gern gesehen sind. Und das, finde ich persönlich, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Über die andere Karte haben wir gesprochen. Linke Rübe ist jetzt auf 0. Ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, weil sie die Feuerdecks logischerweise nicht anfassen können, weil die sind halt einfach zu neu. Aber das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Klar, es hindert einige von den Spielzügen. Ihr könnt weniger machen. Aber im Kern ist das Deck immer noch das beste Deck mit Abstand. Und die letzte verwandte Karte auf der Liste, das finde ich super interessant, ist einmal Summon Limit. Ich habe das Gefühl, dass Konami endlich verstanden hat, dass Floodgates dämlich sind. Dachte ich mir. Dann habe ich ein Panel weitergescrollt und habe gesehen, dass, okay, Anti-Spell Fragrance ist auch auf 1. Okay, krass. Hittet Konami jetzt wirklich alle Floodgates? Jein. Wir haben schon sehr viele von den Floodgates mittlerweile auf 1. Dazu kommt jetzt Anti-Spell. Gute Entscheidung. Aber eine Sache, die jetzt wieder zurückgekommen ist, ist ein Floodgate, was eigentlich viel schlimmer ist. Das ist einmal Protoss. Klar, ihr könnt Protoss nicht in allen Decks spielen, aber Protoss ist doch viel dämlicher. Denn wenn diese Karte in einem Deck Play sieht, dann ist das ein Auto-Win. Das war damals in Sword Soul ja genauso, als wir Sword Soul spielen konnten mit Protoss drin. Halleluja. Ich habe gehört, dass Protoss auch in Master Duel auf 1 ist und da kein Problem ist. Ist aber ein Best of One, ist also kein Best of Three. Das heißt, Protoss kann man ja auch notfalls siden. Und es gibt ja auch andere Decks, wo wir das machen können. Und Protoss zu suchen ist tatsächlich ein Umweg, aber ist theoretisch machbar, wenn die meisten Decks sie machen. Aber es wird ein Deck geben, wo es inhärent in Synergy geben wird. Vielleicht in 1 oder 2 Jahren. Und dann ist die Karte wieder ein Problem. Weil da sind ja 3 Karten drin, die wieder zurückgekommen sind, wo die Fans schreiben werden: Oh mein Gott, der ist wieder zurück. Die eine ist einmal Kirin. I mean, Kirin ist cool. Ich freue mich über Kirin.
Ja, das haben wir erwartet. Wie gut ist eigentlich Kirin im aktuellen Magic Spectre Deck? I mean, Magic Spectre ist genauso scheiß wie vorher. Not gonna fucking lie. Habe ich erwartet. Nix Schockierendes. Die nächste Karte, die zurückgekommen ist, ist, finde ich, sehr überraschend. Ist nämlich ein weiteres Floodgate. Und das ist einmal Koloss. Die Reaktion war wie folgt. Nein! Nein! Thunder Dragon Koloss ist zurück! Yo! Oh mein Gott! I mean, cool, dass ich Kirin krieg, aber Koloss! Ja, er freut sich. Koloss ist eine gute Karte. Wenn es einen Weg gibt, die aus Feld zu kriegen, wird die den Weg aus Feld finden. Es gibt die ganzen Nemesis-Monster, die das ein bisschen einfacher machen, die aus Feld zu kriegen. Ich habe mit Sprite schon so ein bisschen rumgespielt, das vielleicht hinzukriegen. Es war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Wir werden sehen, was passiert. Die dritte Karte war Tidal. Dragon Ruler, meinetwegen können die auch auf 3 zurück. Ich glaube, dass die im heutigen Format einfach nichts mehr reißen werden. Und die andere Karte, die zurückgekommen ist, finde ich super interessant. Und das ist einmal Chicken Game. Wir haben letztens erst wieder Upstart auf 3 zurückbekommen, was sehr cool ist. Chicken Game macht basically das gleiche wie Upstart, nur für beide Spieler. Ist also eine sehr coole Karte, meiner Meinung nach. Aber hey, was weiß ich schon. Ich finde es cool, dass wir jetzt die ganzen Karten, die banned waren, wieder zurückholen, die einfach Karten ziehen, weil wir feststellen, dass die meisten eher auf Handtrips zurückgreifen, anstatt auf Karten, die das Deck ausdünnen, weil wir einfach mehr generische Karten haben wollen, die den Gegner interrupten können, als unser Deck konstanter zu machen. Wir entscheiden uns quasi dafür, unser Deck inkonstanter zu machen, um Handtraps und Boardbreaker zu spielen und spielen deshalb keinen Upside mehr. Es ist, wie es ist. Im aktuellen Format macht das durchaus Sinn und auch in den letzten 4-5 Formaten und wahrscheinlich auch in zukünftigen Formaten durchaus super sinnvoll. Dann kamen noch ein paar Karten wieder zurück, über die jetzt nicht viel reden werden. Wir haben Hafenhorror zurück, wir haben Malicious wieder zurück auf 3, das finde ich sehr spannend irgendwie. Und wir haben Engage wieder zurück auf 3. Jetzt nichts, wo ich jetzt überrascht war, dass passiert ist. Und Terror Top ist auch zurück auf 3. Cool. Über Semi-Limits rede ich grundsätzlich nicht. Interessiert keine Sau. Was ich allerdings noch zu der Bannlist erwähnen möchte, und das finde ich irgendwie super spannend, wir haben diese tolle Grafiken für die Bannlist, also die Dinger hier. Die sind all super cool. Die sind auch schön, macht Bannlist Reactions halt komplett obsolet, weil wir halt draufstehen haben, was passiert ist. Aber, was ich faszinierend finde, ist, dieser Post von Konami selber kam, bevor die Webseite aktualisiert haben. Und ich sitze hier und denke mir so, hä? Wieso? Die Webseite zu aktualisieren, ist doch viel weniger Aufwand, als die Grafiken zu erstellen. Und ich sitze hier und denke mir so, warum weiß ich nicht, dass eine Bandlist draußen ist? Alle reden über die Bandlist und ich sitze hier, keinen Plan, was passiert ist, weil ich habe auf der Bandlist-Seite eine Erinnerung, dass ich quasi Nachricht bekomme, wenn sich die Seite aktualisiert. Wenn die das auf Twitter posten, oder X, kriege ich es halt nicht mit. Und genau das ist passiert. Und ich verstehe es einfach nicht. Und man müsste überlegen, dass Konami ist ja ein riesiges Unternehmen. Wir können ja kurz nochmal gucken, was Konami so wert ist. Ja, 1,32 Billionen. Und die schaffen es nicht, eine Internetseite zu aktualisieren, bevor die eine Grafik machen. Ich check's nicht. Aber, um jetzt die Diskussion wieder ein bisschen anzustoßen. Es geht quasi um Spieler happy, Konami macht Geld. Beides macht Sinn und beides muss auch da sein. Keine Frage. Allerdings kriegen wir manchmal das Gefühl, dass dieser Geldteil so ein bisschen überwiegt und Konami einfach da sitzt und sagt, und das ist für die Spieler halt nicht so geil. Denn wir haben ja über den Aufsichtsrat mitbekommen, dass die Spieler es schwer haben, von Master Duel ins TCG zu kommen. Jetzt hat Master Duel das clever gemacht und hat quasi viele von den neueren Karten mit integriert ins TCG. Trotzdem kommt ihr in ein TCG rein mit einem T0 Deck, also T0, T1, wie auch immer, das beste Deck, was einen extremen Preispoint hat und die Leute müssen sich ein anderes Deck suchen, um das zu spielen. Das ist nicht so die beste Werbung, die man so machen kann. Also der Aufsichtsrat ist wahrscheinlich nicht happy und wir werden das Safe jetzt auch dieses eine Format spielen und ich hoffe, dass die Bannlist, die nach der deutschen Meisterschaft kommt, dass die Decks auf jeden Fall deutlich abschwächt, um das ein bisschen mehr auszugleichen. Die neuen Decks, die kommen, die sind ganz cool, aber ich glaube, die erreichen nicht ganz das Power-Level, was sie mit den Feuerkarten aktuell erreichen können. Zumindest nichts, was ich aktuell gesehen habe, wo ich denke so, ja, das ist so gut,
dass es die anderen Karten aus dem Meta verdrängen wird. Es wäre ja schade, wenn das schon alles wäre, oder? Und am Ende bleibt nur eine Sache zu klären. Und das ist ganz, ganz simpel. Wir müssen kurz darüber nachdenken, was wir tun können. Und das ist eins, was wir machen können. Wir fragen uns... Konami, was hast du getan? Die Meta brennt nieder. Können wir nicht mal Spaß haben hin und wieder? Selbst Wasserfälle können das Feuer nicht erobern. Strategiespiel? Nee, da könnte ich lieber pokern. Es wird alles versucht, diese Decks auszuschalten. Die Power der Karten zu einfach zu entfalten. Der einzige Ausweg hier ist, das Maul zu halten. Bei TLC Hero wird die Community gespalten. Wir müssen es ertragen, nur das eine Format. Die Hoffnung liegt bei Konamis Aufsichtsrat. Schau dich um, die Welt steht in Flammen, leucht Feuer. Doch wir müssen es uns immer wieder geben, wie der Käuer. Scheiß drauf, Shiggy, Aquaknarre, auf den ganzen Feuerklang. Schwimm nicht mit der Welle mit, wer einfach der Ozean. Die Meta kann uns nicht brechen, spar dir die Pläne. Wir machen einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Jeder jagt Feuerflügel mit nem Seelenerlöser. Verstanden hilft auch kein Feuerlöscher. Unsere einzige Lösung scheint Shifter werfen. Wär's nicht einzig, spielt Bombe in Schärfen. Wir fragen uns, was ist hier der Masterplan? Schwierig, Wagnare auf dem ganzen Feuerklang. Wir müssen es ertragen, nur das eine Format. Die Hoffnung liegt bei Konamis Aufsicht. Schau dich um, die Welt steht in Flammen. Wir müssen es ertragen, wir gehen wieder Käuer. Scheiß drauf, Shiggy, Aquaknarre auf dem ganzen Feuerklang. Schwimm nicht mit der Welle mit, wer einfach der Ozean. Mein Ergebnis, Shiggy, Aquaknarre auf den ganzen Feuerklang. An dieser Stelle nochmal sorry für den Ohrwurm. Nochmal danke an Ehren, dass sie mir das Programm gezeigt hat. Ich habe das logischerweise nicht selber gesungen. Ich habe den selber geschrieben, den Text. Es ist eine coole Idee, es ist ein cooler Song geworden. Das Musikvideo ist hoffentlich ganz witzig. Wenn ihr nur den Song hören wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Drittkanal. Da habe ich einen Kanal aufgemacht, wo ich halt nur Musik drauf knallen werde, die ich irgendwie generiert habe. Da sind ein paar coole Songs entstanden, sind jetzt aktuell 4 Stück draußen. Mit dem, den ihr jetzt gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.